Der Boom des Wintercampens hält weiter an. Vom November 2022 bis zum April 2023 wurden auf Österreichs Campingplätzen fast 800.000 Übernachtungen verbucht. Das ist ein sattes Plus von 12% zur Saison davor. Fast die Hälfte der Übernachtungen im Wintercamping werden übrigens in Tirol gezählt. Worauf man beim Wintercampen achten muss, das bespreche ich jetzt gleich mit Sabine Fuss vom österreichischen Campingclub. Hallo, herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Thomas. Sabine, Wintercampen, es kann schön sein, muss aber nicht immer schön sein, wenn ich nämlich den falschen Ort aussuche, wo ich hinfahre. Wie wichtig ist denn Vorbereitung und die Wahl des richtigen Campingplatzes? Also Wintercamping, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist wirklich eine sehr gemütliche Sache, wenn man gut vorbereitet ist. Und zum Beispiel kann man bei der Wahl des Campingplatzes darauf achten, wenn man in einem Skigebiet ist, sind die allermeisten Campingplätze wirklich sehr gut mittlerweile ausgestattet. Also es gibt da vom Wellnessbereich mit Sauna und Hallenbad bis zum Trockenraum für Ski und Kleidung oder eigenes Mietbadezimmer, sind die Ausstattungen wirklich so umfangreich, dass es eine wahre Freude ist. Ganz viele Campingplätze haben auch so Gasringleitungen, wo man sich direkt anhängen kann mit seinem Wohnmobil. Dann braucht man nicht ständig die Gasflasche tauschen, beziehungsweise gibt es Wasser- und Abwasseranschlüsse. Also das funktioniert wirklich tadellos. Und da kann man sich schon den schönsten Campingplatz aussuchen mit der tollsten Ausstattung und dann geht das Abenteuer schon los. Sehr gut. Wenn ich mir jetzt unser Bild da anschaue, ist das ja Romantik pur, Winterlandschaft, Sonne, alles wunderbar. Wahrscheinlich ist es da draußen kalt. Wenn ich jetzt geraume Zeit in dieser Position sitze, dann wird es wahrscheinlich kalt. Würde ich gerne in ein warmes Auto hineingehen. Was muss ich denn da tun, dass das Auto wirklich gut funktioniert mit Wärme? Also da muss man auf einige Sachen achten. Zum Beispiel würde ich mir eine Thermoabdeckung für das Fahrerhaus besorgen. Dann geht schon mal nicht so viel Wärme verloren durch die großen Glasflächen. Es gibt auch für die Lüftungsgitter des Kühlschranks Abdeckungen für den Winter. Dann kann man auch ein bisschen hier Wärme sparen. Ganz wichtig sind natürlich die Gasflaschen. Man muss bedenken, eine Gasflasche im Winter reicht für 2 bis maximal 3 Tage. Darauf ist auch zu achten, dass man einen hohen Anteil an Propangas in der Gasflasche hat. Aber das ist meistens ohnehin so, wenn man die Gasflaschen im Winter beim Baumarkt tauscht, dann ist eh die richtige Gasmischung drinnen. Oder man hat eben so einen super tollen Campingplatz, wo man direkt an der Gasringleitung angeschlossen ist. Also dann ist man sowieso gut abgedeckt. Passt, jetzt war ich im Auto drinnen, habe mich aufgewärmt, jetzt will ich wieder raus. Und dann ist dieses Ding, das ist ein angeschnittenes Vorzelt vor dem Auto, wichtig. Warum? Vorzelt ist immer praktisch. Also ganz wichtig würde ich einmal empfehlen, wenn man sich sowas besorgt, dass man das vielleicht schon einmal im Sommer vorher aufbaut und nicht dann im Winter mit kalten Händen dann das Ganze zerlegen muss und aufbauen muss. Wichtig ist, dass es ein sehr stabiles Vorzelt ist mit einem stabilen Gestänge, also ein ausgesprochenes Wintervorzelt. Das Dach sollte sehr eine starke Schrägung haben, dass der Schnee gut abrinnen kann oder dass man den abkehren kann mit dem Besen. Und so ein Vorzelt ist halt irrsinnig praktisch. Man kann die Ski, man kann die Sportgeräte reinstellen. Es ist eine Schmutzschleuse sozusagen und auch der Luftaustausch ist nicht gar so groß, wie wenn man kein Vorzelt hätte. Sehr gut, du hast mir das Stichwort schon gegeben für die nächste Frage, Luftaustausch. Wenn das Fahrzeug jetzt, sagen wir, eine Woche am selben Platz steht, da ist alles zu und dicht, wie wichtig ist denn Durchlüftung im Auto? Also Durchlüften ist ganz wichtig. Ja. Man sollte mal beginnen, die Rollos hochzuheben. Da bildet sich oft Schwitzwasser hinter den Rollos an den Scheiben. Dann Stoßlüften ist angesagt, weil man bringt, wenn man reinkommt von draußen, relativ viel Feuchtigkeit ins Fahrzeug. Und die bringt man am besten raus mit Stoßlüften. Und dann darf man nicht vergessen, wenn man regelmäßig und lange kocht im Camper, dann muss man auch unbedingt lüften, weil da wird relativ viel Sauerstoff verbraucht. Und ganz wichtig ist, auch wenn es wirklich stark schneit, muss man die Zwangsbelüftungen, die man oben auf dem Dach hat, auf jeden Fall von Schnee befreien, dass da ständiger Luftaustausch gegeben ist. Welche 3 Accessoires würdest du denn unbedingt empfehlen, die man mithaben sollte? Eine Leiter, um aufs Dach zu kommen, um eben diese Dachlüftungen von Schnee zu befreien oder eventuell eine Solarpaneele abzukehren, damit die wieder anständig Sonne aufnehmen kann. Einen Kübel fürs Abwasser, Abwasserhahn offen lassen, dann kann das Abwasser in den Kübel reinrinnen und es friert nicht ein. Und eventuell nimmt man sich einen Föhn mit oder hat man sowieso einen Föhn dabei, dann kann man Dinge, Sportausrüstungen oder so, Leitungen wieder vom Eis befreien. Passt, dann alles Gute. Danke für deine Tipps und weitere Tipps wie immer auf unserer Website.